Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Tryna call you telly. Was geht ab, Freunde? So sehe ich übrigens aus, wenn ich gerade aufgestanden habe. Es ist fucking 5 Uhr morgens. Gestern pennen gegangen um 3. Ungefähr 2 Stunden geschlafen. Es wird heute krachen, aber es wird sich lohnen. Heute starte der Vlog Madrid. Vorher muss ich aber noch nach Hamburg zum OMR-Event. Sagt vielleicht nicht jedem was, ist aber ein sehr, sehr wichtiges Event. Auch so generell so für Social Media und sowas. Wurde da eingeladen. Ich werde sogar eine Rede halten. Da nehme ich euch so ein bisschen mit. 6 Uhr morgens werde ich abgeholt, weil wir dann, das ist irgendwie safer. Dann fahren wir mit so einem Auto werde ich dann dahin gefahren. Mir wurde gesagt S-Klasse. Ja, passt. Dann geht's rüber nach Madrid. Ich lande erst irgendwie um 19.30 Uhr in Madrid. Und von dort muss ich dann ins Stadion. Alles ganz alleine. Ohne irgendwelche Begleitung. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, viel Spaß. So, das ist das Outfit heute. Ich brauchte eine Mischung zwischen 14 Grad in Hamburg und 30 Grad in Madrid. 14 Grad, dann ist das nicht ganz so kalt. Und 30 Grad am Abend geht, glaube ich, damit. Also ich bin ja erst 19 Uhr da. Da sollte das eigentlich klar gehen. Ich werde jetzt abgeholt. Ich filme mal nicht so viel von innen. Das ist ein bisschen cringe. Das ist abgesehen davon. Von 6 Uhr morgens, Digga, haben wir jetzt einen Film runtergeladen. The Moneyball. Das hier, unbezahlte Werbung. Fucking Macher-Kopfhörer. Real Talk. JBL, fucking Macher-Kopfhörer. Ist Partner von mir, aber das muss ich jetzt hier gerade nicht machen. Aber fucking Macher-Kopfhörer. Die sind sehr gemütlich und halten gefühlt 700 Jahre. Ich werde mir jetzt einen Film angucken, werde ein bisschen den Wagen filmen. Ich fühle mich ein bisschen cool, muss ich sagen. So von innen bin ich aber gespannt. Und ja. So, befinde mich jetzt in Hamburg. Entspannte Fahrt gehabt. Film ist super, 2,5 Stunden. Moneyball ist übrigens eine Empfehlung. 2,5 Stunden sind wir hergebrettert. Und ich bin jetzt hier. Welcome OMR. Hier sind auch richtig viele bekannte Leute, auch CEOs, viele CEOs. Hier gehöre ich hin, Kappa. Serena Williams ist heute hier. Boris Becker ist hier. Ich glaube, es sind auch ein paar andere Creator hier. Ich bin einer der Creator. Ich werde nachher auch mit Kai Pflaume auf so einer Bühne irgendwie eine Rede halten. Leute, das ist so voll hier hilfreich. Hier sollen 70.000 Leute kommen. Hier sind schon Macher auf jeden Fall am Start. Ja, das geht ja ab. Es ist 9.30 Uhr, Freunde. Es ist komplett voll hier schon. Damit ihr das mal ein bisschen einordnen könnt. Letztes Jahr war einfach Obama hier. Heute ist Serena Williams hier. Und voll krass. So, Freunde, ich bin jetzt hier mit Kai. Und er hat mir gerade erzählt, da ist eine Halle, wo 10.000 Leute reinpassen. Ja, hier, da wo wir jetzt sind, wo wir gleich auf die Bühne gehen. Die Bühne ist 40 Meter breit, das ist die größte Konferenzbühne in Europa. Und da werden, wenn wir gleich quatschen, so knapp 10.000 Leute dann live in der Halle zuschauen, nicht irgendwie im Stream oder so. Ja, ich seh's. Ja, okay, na gut. Ich versuche mal ein bisschen was zu filmen, dass ihr das auch seht. Kai, keine Anscheißerfragen. Also, normale, entspannte Fragen. Nee, Spaß. Geil, macht das schon. Sein Wahnsinnsteam, auch die OMR. Den Männern werde ich gleich was erzählen. Ich bin jetzt hier auch mit meinen zwei Managern, Tom und Yannick. Wie heißt mein Vortrag? He's living the stream vom FIFA Pro zum Unternehmer. He's living the stream vom FIFA Pro zum fucking Unternehmer. Gibt ja auch eine Regie und sowas, völlig krank. Dann kam gerade auch Mats Schummels. Kam gerade zu mir, der ist auch irgendwie hier. Ah, der steht gerade vor mir. Da ist der Mann. Sagt so, da bin ich mal gespannt, was du dir gleich da erzählst. Worum geht's? Ist so, heavy. Du suchst ja auch so, oder wie? Freunde, ich habe das Ding hier komplett unterschätzt. Ich dachte, ich rede hier so ein bisschen, oh, 20 Regenig-Spiele sind zu wenig, macht man wieder auf 30 hoch, passt. Meine Damen und Herren, hier ist Elias Nährlich, hier ist Eli Geller. Herzlich willkommen, Elias. An welcher Stelle kommt man dann zu dem Punkt, wo man sagt, okay, vielleicht könnte ich den Erfolg, den ich habe, jetzt auch auf Produkte umlegen? Relativ früh, als ich noch so 50, 60, 70.000 Follower hatte,
da hatte ich mit About You eine... Tarek, ja? Mit About You eine Partnerschaft und ich sollte mir Sachen aussuchen, die ich cool fand. Twitch sind es jetzt mittlerweile schon 1,5 Millionen Leute bei YouTube. 1,2. Okay, Instagram? Auch 1,2. TikTok? Ich weiß gar nicht, 700.000. Okay. Und dann ist so aktiv. Was gibt es noch an relevanten... Twitter sind 250.000 Follower. Wir haben ja gerade gehört, es hängt da ein bisschen was dahinter, ne? Also 50 bis 60 Stunden pro Woche streamen und natürlich vieles mehr. Ja, also ich war der erfolgreichste Streamer 2022. Die meisten Zuschauer, die meisten neuen Follower, so eine Preise halt. Bei den Unternehmen haben wir mit VitaWelt das innovativste Vitaminwasser. Es gibt ja auch nicht nur Digitales von dir, sondern es gibt ja auch Real-Life-Events. Ja. Partnerschaft mit Join, da gab es den Real Life Eli Geller Cup, also die Fußball Cup in München. War ich auch vor Ort, habe ich mir angeschaut. Wahrscheinlich. Cool, ja, super. Also haben viele deiner Streamer-Kolleginnen und Kollegen ja auch mitgespielt. Ja, da kamen sie erstmal mit, ja, hier, RB Leipzig 2.0, hast du nicht gesehen. Aber wir starten ganz unten, wir stecken kein Geld rein, wir spielen für die Deutsche Krebshilfe, fast alle unsere Einnahmen gehen an die Deutsche Krebshilfe. Also du bist ja jetzt überhaupt noch nicht irgendwie am Ende und hast wahrscheinlich gar keinen Gedanken. Jetzt demnächst Schluss zu machen. Ich habe gerade erst angefangen. Hast du noch so, gibt es so ein paar Ideen, was, irgendwas, was du schon verraten kannst? Gibt es irgendwelche neuen Produkte, Firmen? Es fragen sehr viele, aber in den letzten zwei Jahren wurden 5 Unternehmen gegründet. Erstmal ist auch over, ne? Ich habe kaum noch Zeit für irgendwelche anderen Dinge. Ja, viel Erfolg weiterhin. Wie gesagt, wenn ihr Elias noch nicht so auf dem Schirm hattet, dann schaut doch mal rein. Industries. Maja Günkel kommt nämlich jetzt, begrüße ich Michael Jungwirth hier an der Bar. Michael, herzlich willkommen. Ja, hallo. Mitglied der Geschäftsleitung von Vodafone. Ja. So. Das war's. Ich war wirklich ein bisschen nervös. Das ist was ganz anderes, wenn so viele Leute vor einem stehen. Und ich wusste ja auch nicht, wie das so ankommt. Aber war eigentlich ganz entspannt. Hab ein, zwei Jokes rausgehauen, bisschen die Stimmung aufgelockert. Aber war ganz cool, fand ich. War sehr, sehr cool. Jetzt gehe ich zum nächsten Auftritt. Ich habe wieder so ein Speech. Ich glaube mit Amar und Marc Eggers zusammen. We put out the feathers for this type of weather. She put it a club, the bus up a dove. She came with a man, I called it. Wie war eigentlich Malle? Malle war gut, aber weißt du, wer uns gefehlt hat? Malle-Kalle. Malle-Kalle, der Song, ich, ne? Ich bin eine Party-Sau. Schalala. Aber Xtenity hat mir gesagt, dass wir irgendwie jetzt in Malle vielleicht irgendwie... Also ich habe ihn gesagt, jederzeit herzlich willkommen. Ja, ja. Jederzeit herzlich willkommen. Also, aber ey, nicht unterschätzen, ne? Das Publikum... Ja? Wollen performt werden. Ja, ja, waren wir. Aber da mache ich mir nicht so Sorgen. Wenn Willi da ist, glaube ich, ja, da kriegen wir es hin. Also, Willi, Xtenity, Kalle, wir bringen Malle Kalle nach Mallorca diesen Sommer. Müsst ihr machen. Ja, ja, ey, wir. Wirklich, ne? Wir sind noch wirklich 15 Mal da. Ja. Könnt jederzeit mitkommen. So viel ja, Zeit, ja, 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 willkommen, willkommen. Das war's jetzt vom OMR-Event. War sehr, sehr geil, war mein erstes Mal hier. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch so vor so vielen Leuten zu reden. Und die waren auch meiner Meinung nach interessiert, also hat Bock gemacht. War sehr, sehr cool. Ich gehe jetzt zum Flughafen und von dort aus geht es jetzt nach Madrid. Ich lande erst um 19 Uhr oder so. Das wird ein knappes Ding, aber sollte ich hinbekommen. Mein Flug geht um 15.30 Uhr. Ich bin jetzt am Flughafen. Ich muss sagen, bei mir geht es langsam auch an die Substanz. Ich bin voll im Arsch. Bei mir kickt gerade die Müdigkeit. Aber ich versuche gleich im Flieger zu schlafen. Ist zwar fast unmöglich, meiner Meinung nach, im Flieger schlafen. Es ist verwirrt, aber ich bin so müde, dass ich es, glaube ich, hinbekomme. Und ich freue mich schon sehr auf das Spiel. So ein geiles Spiel. City gegen Real im Santiago de Bernabéu. Leute, und guckt euch an, wie random das ist. Du bist random. Nein. Ich bin immer bei Koch. Ich hole mir immer schön Fischbrötchen in der Abgabe. Völlig random. Hier am Hamburger Flughafen getroffen, bei Gosch Bild. Also, ich hole mir immer ein Lachsbrötchen von Flughafen. Ich bin richtig dass auf. Du hier bist es random. Richtig auf Verdacht hochgekommen. Ihr fliegt jetzt nach New York, ne? Ja, du nach Madrid. Ich nach Madrid, die nach New York. Völlig random getroffen. Ich habe mir jetzt hier eine Pizza geholt. Mit Tomate und Käse. Pizza Margherita. So, Freunde, ich bin jetzt gelandet in Madrid. Ich bin jetzt auf dem Weg ins Hotel. Es ist schon 19 Uhr, es ist eine knappe Kiste. Und von dort aus laufe ich nur 10 Minuten zum Stadion, so wie ich das mitbekommen habe. Also ich fahre jetzt schnell ins Hotel. Ich muss auch richtig krass auf die Toilette. Ich habe mich an den anderen, was denn? Oder spanischer Flügel war jetzt so. Komme ich hier am Flughafen an, ist der Mann das Erste, was einen begrüßt. Der wird heute ein paar Kirschen reinzwiebeln. Ich habe noch gar keine Prediction gesagt, ne? Ich glaube,
eine 2-1-City. Digga, Hilfe, es ist hier so ein geiler Vibe. Die Leute sind hier alle so gut drauf. Gejo la carta. Ja, la carta. Oh, amigo. Wir sind hier alle so gut drauf. Die Sonne scheint. Es sind gerade so 27 Grad, 19.30 Uhr. Ist das geil. Ohne Witz, man merkt es direkt auch so bei den Leuten hier, so, die du so auch am Flughafen triffst und so. Die sind alle irgendwie so cool drauf, so entspannt. So. Das ist das Zimmer. Es ist jetzt 19.40 Uhr. Ich werde jetzt loslaufen. Ich brauche ungefähr 10 Minuten zum Stadion. Muss mir vorher noch irgendwas zu essen holen. Also wirklich, es kracht bei mir mit meinem Essen. Und ja, hier ist die Toilette. Verrückter Fun Fact. Damit macht man sich seinen Arsch sauber. Das wusste ich früher gar nicht. Sofort sympathisch. Holt euch mehr Zitronenwasser. Das ist es nämlich. Und mit dem Ding laufe ich jetzt bei 27 Grad im Sonnenuntergang zum Champions League Halbfinale. Ihr seid die besten Chat. Kuss, dass ihr mir sowas ermöglicht. So, das Fußball-Lexikon mit ein paar Fun Facts mal. Wusst ihr, dass Cristiano Ronaldo erst nach 27 Spielen sein erstes Champions League Tor geschossen hat? Haaland hat jetzt schon, keine Ahnung, wie viel er hat. Ich glaube, der hat 45 oder so, oder 40 oder irgendwie 30, sowas. Total, das wusste ich nicht mal. Nächster Fun Fact: City hat noch nie die Champions League gewonnen. Real hat aus den letzten 10 Jahren 4-mal die Champions League gewonnen. So. Aber Real war aus den letzten 10 Jahren, glaube ich, 8 oder 9-mal im Champions League Halbfinale. Vermacherhaft, denkt. Übrigens, weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich bin auf jeden Fall ganz klar für Real. Wurde damals ja auch von Real sogar eingeladen. Real, Adidas, Santiago Bernabeu. Wir sollten so eine Fußball-Challenge aufnehmen. Hat leider nicht geklappt, aber haben dann noch Klassiko-Karten bekommen und so. Ich bin hier auf jeden Fall für Real. Ich glaube aber, dass es schwer wird gegen City. Und das meine ich halt. Guck mal hier. Ich laufe hier rum mit meinem Zitronenwasser. Und ich will mich nicht beschweren, weil ich weiß, wegen euch ist alles möglich. Aber es ist, tut auch mal gut so. Hier, kein Mensch, kein Schwanz kennt mich hier. Kein Schwanz kennt mich hier. Also man fühlt sich nicht so beobachtet. Das ist jetzt auch nicht so schlimm in Deutschland. Ne? Ich bin da ja, wisst ihr ja, ich mache mit einem von euch Bildern. Aber manchmal fühlt man sich ein bisschen beobachtet. Hier, kein Schwanz kennt mich. Kein Hombre kennt mich hier. Alter, ich glaube, ich mache das jetzt. Das wäre ja smart, 200 IQ-Move. Ich bin nämlich noch 1,4 Kilometer entfernt, 20 Minuten. Ich glaube, das kriege ich organisiert. Rüdiger spielt mit Alaba, IV, Cavarral, Camavinga, Valverde, Kroos. Ich würde, glaube ich, genauso zocken. Real, bestmögliche Aufstellung, City, Grealish, Rodri, Gündogan, De Bruyne. Ja, also wird ein Brettspiel. Was ich an Madrid auch so geil finde, hier gibt es so voll geile Gassen. Und guck mal, wie geil das hier überall aussieht. Und es ist einfach, das Stadion ist mitten in der Stadt, ne? Mitten in der Stadt. Hier sind überall so geile Vibes, meine Fresse. Guck mal. Einfach auf so einen gechillten Sandplatz. Einfach da oben wohnen welche. Ich glaube, es ist mein drittes Mal im Santiago Bernabeu. Einmal Klassiko, da haben sie 4-0 verloren, da war die Stimmung nicht so gut. Und einmal, boah, das weiß ich gar nicht, mit Timo, aber ich weiß nicht mehr gegen wen. Jetzt ist Champions League, mein allererstes Mal. Jetzt sehe ich aus wie Raul. Digga, es ist so geisteskrank warm, ne? Ich habe mir jetzt so einen Realschall geholt, weil ich glaube, City verliert nicht, dass ich hier am Ende von Nombre aufs Maul bekomme. Ich gehöre zu euch. Ich bin Ex-Madrilene. Ich hieß mal bei Instagram Edi Madridista. Ich glaube, ich sitze im Heimblock, im absoluten Heimblock. Die haben mir auch geschrieben, dass ich keine blauen Sachen anziehen soll. Also alles, was mit City in Verbindung gebracht wird. Das kriege ich von so einem Vorfeld aufs Maul. So, Freunde, Jello ist da. Wir sitzen übelst weit oben. Aber sehr, sehr geil. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Letztes Mal saß ich auch hier irgendwo. Ich glaube, es ist jetzt wieder hier. So seitlich links. Wird ausverkauft sein. Ja, wie steil das hier hochgeht. So, Freunde, das sind unsere Plätze. Es ist ein bisschen weg, aber ich hoffe, es macht nichts aus. Das Gute ist, con el 17 Laporte, número 19 Álvarez, con el 21 Sergio Gómez, número 26 Barón, con el 47 Foden, número 80 Palmer y con el 82 Ruiz. Entrenador Josep Guardiola. Angefangen,
die ganzen Spieler wie Müll zu behandeln. Das hier ist. Was ist denn hier? Ja. Aber wegen Kroatien. Ja, das war die Supporter-Sache. Die Haaland-Karte gibt es 10-mal auf der Welt. Hat er unterschrieben. Die habe ich. Pass auf. Die Haaland-Karte gibt es auch nur 10-mal auf der Welt. Ist es so? Er glaubt mir nicht. Du denkst aber, das haben die Cousins unterschrieben, oder? Nein, aber du mit deinen Karten immer. Die ersten 10 Minuten sind fast rum. Sind wir jetzt 70%, 80% beigesetzt. Man merkt schon, wer die Ausbau dran. Die haben auch echt dick Respekt vor Subin. Ich glaube, das wird ein abwartendes Spiel, wo er den machen kann. Das ist aber Hinspiel, da bin ich ein bisschen weniger Risiko gegangen. Oh. Man nicht abschreiben, die sind immer
nicht mal unverdient. Das geht klar. Real war immer gefährlich, so City mehr Ballbesitz und war auch bei denen, hatte so ein paar Chancen, aber das geht nicht klar. 1-0 geht ja auch nicht. Und Vinicius, 7-0 klasse, Digga. Geil, hat er den reingeknallt. Und warum passiert das Tor? Warum passiert das Tor? Weil Vini der Beste ist. Nein, weil Tor auf die Fußballahnung hat. City hat nur Ballbesitz gespielt. Wie, warum ist das Tor passiert? Luka Modric, der Doppelpass. Ach so, damit ja, Camavinga. Nur deswegen. Luka Modric, Doppelpass gemacht mit Camavinga. Ich hab's leider nicht drauf. Deswegen, die ich mir gesehen habe. Wie Luka Modric, das Ding. Das ist übrigens eins der geilsten Wassersorten. Ich bin Wasserkenner, ich kenne mich aus. Ja, momentan zweite Halbzeit. Also wirklich, Stand jetzt, 60. Minute, Luka Modric, dein Landsmann. Das war mein absoluter Macher, Digga. Er spielt so krass. Was so ein so Mittelfeldspieler aus. Die generell die ganze Zeit. Ja. Die strahlen so eine Sicherheit aus. So. Die haben gar keinen Stress. Die können nicht so wirklich gepresst werden. Die sind technisch krass. Die machen geile Bälle. Alles so sauber auch. Wenn das Mittelfeld tot ist, dann ist es zu Ende. Dann ist das der Mittelfeld das Wichtigste fürs Game. Kroos und Modric machen die Spieler 10-20% besser nochmal. Weil ja, sie einfach so wirklich. Ja, ist wirklich so. Okay, Karim. Nee.
er den ein? Ich glaube, das Tor wird geführt, weil der Ball vielleicht im Ausmaß, ich weiß es nicht. War halt übelst lange schon die Szene, ne? Ich glaube aber trotzdem. Er hier hat sich Real Madrid irgendwas auf den Rücken tätowiert. Hab ich gesehen, man sieht es so. Er hat sich so Real Madrid komplett auf den Rücken tätowiert, der Mann. Also, wenn De Bruyne jetzt hier sitzen würde, da würde es krass. Der ist auch voll durch. Ja, ja, der ist übelst breit auch, der Mann. Glaubt ihr, die reden gerade Deutsch miteinander? Ja! Ja. Es gab nicht wenige, die gesagt haben, ich habe gespielt wie er. Isco Prime und Asensio. Mit dem wurde ich immer verglichen vor Gavi. Mein Arbeitskollege Toni von letzter Spielzeit. Jetzt aber den Lied hier zu Aurelian Tourmeni. So Freunde, wir laufen jetzt zurück. Spiel ist zu Ende, 1-1, Statement zum Spiel. Ich finde, 1-1 geht klar, also war echt 50-50 Game. Teilweise Real besser, teilweise City besser. Am Anfang City, am Ende hin fand ich dann auch schon Real. Geht auf jeden Fall klar, sehr, sehr geiles 1-1 gewesen, oder? Super Spiel und Elevensburg. Sehr gut, sehr gut. Wir gehen jetzt noch was essen. Die ganze Stadt ist geisteskrank voll. Ich werde jetzt hier so absaften, mitnehmen. Ich will draußen essen. Das ist auch geil. Die ganzen Leute essen hier draußen auf den Straßen. Sehr geil dabei. Ich hab 797. Ja, 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 sehr gut. Und ich bin schlau im Leben zum Beispiel. Das ist schlau im Leben. Haben wir jetzt alles bestellt. Burger King, meiner Meinung nach, größer McDonald's. So, Freunde, ich bin wieder im Hotelzimmer. Das war's vom Vlog. Ich hoffe, euch hat der ganze Vlog gefallen. War ein sehr, sehr cooler Tag, fand ich. Sehr voll gewesen. Ist jetzt 1 Uhr ungefähr, fast 24 Stunden wieder wach. Kuss geht raus an jeden Einzelnen, der mich supportet, weil nur wegen euch kann ich solche Tage haben. Weiß ich sehr zu schätzen. Ihr könnt gerne diesen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne auf Insta vorbeischauen. Wir werden immer größer, Freunde. Es freut mich, dass das alles so gut ankommt. War ein sehr geiles Spiel. Ein sehr gutes 1-1 fand ich. Auch auf OMR war auch sehr, sehr cool. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten. Das war's von mir. Lasst ein Like da. Kuss. Cool.